So Leute, meine Eiswürfelmaschine hat heute ihren ersten Einsatz. Ich bin gespannt. Ah, guck mal. Jetzt macht er was Neues. Gucken wir da zurück. Aha. Erkennt er alles automatisch, Leute. Das heißt, du nimmst da was raus. Oh, geil. Und dann macht er dann neue. Schluss abgesagt, ihr wisst. So Leute, es wird wieder Zeit fürs Sparen. Zeit fürs Sparen. Ich liebe es, Geld zu sparen. So, und hier steht es drauf. 10 und 5 Euro Scheine. Haben wir natürlich rausgepickt. Und die kommen genau jetzt hier rein. Letztens hat mir eine gefragt, Uwe, warum packst du die Scheine nicht hier oben rein? Weil das ist für Münzen. Vor allem muss ich auch irgendwie das Geld ja wieder reinholen, was mir die Putzfrau hier geklaut hat. Oha, wird eng. Guck mal hier. Langsam voll. Ist ein gutes Zeichen, wenn der Spartopf immer voll ist. Aber da kenne ich nichts, Leute. Kommt wieder der Fuchs, das mal rauswissen. Mann! So, jetzt aber komm, konzentrier dich. Film und Messer, Spartopf reindrücken, auch das nochmal. Und ja, genau. So rein. Ja, guck mal hier. Perfekt. Ich hab's noch reinbekommen. Was meint ihr? Wie viel Geld ist da jetzt drin, Leute? Was schätzt ihr so? Hm? Ungefähr. So Leute, das ist die gute, limitierte Neo-Subs-Box, die euch am Sonntag erwartet, Leute. Und damit werden wir jetzt schön trainieren, beziehungsweise uns richtig wegpumpen. Mittlerweile wisst ihr eigentlich, was drin ist. Shaker, richtig leckeres Sleep Powder. Probierpackung gibt es übrigens sozusagen im Preis gratis dazu. Und Leute, hier, das ist das Ding jetzt. Terminus Booster, Leute. Fokus und Pump Booster in einem, aber so stark war der noch nie und den gibt es natürlich in der Box, aber den gibt es auch nur in der Box. Der wird so im Shop nicht verkauft. Das ist der Terminus, Leute, und den werden wir uns jetzt erstmal so richtig gönnen. Der Booster ist natürlich fachgerecht verschlossen. Habt ihr vielleicht in den einen oder anderen Video von mir gesehen, wie das funktioniert mit der Folie. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Folie, die oben ist. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr so einen kleinen Griff hier. Aber ich mache es immer grundsätzlich mit dem Messer, weil es einfach sehr gut verschlossen ist. Ihr seht. Also gehört sich das auch. Und Leute, das Geile ist einfach an dem Booster. Verzehrempfehlung ist so bis ungefähr 600 bis 800 Milliliter, steht hinten drauf. Ich trinke ihn immer so sehr gerne mit 400, 500 Milliliter. Also das könnt ihr auch einfach frei für euch selber entscheiden. Und Leute, Geschmack ist einfach Cola, Kirsche. Und das schmeckt einfach so richtig, richtig geil. Ich gebe mir jetzt so einen schönen Teufelnlöffel. Zack. Einfach rein damit. Deckel drauf. Und viele oder einige, auch bei Empogy, haben sich gefragt, was kann ich denn mit dem Deckel hier unten machen? Zack. Was soll ich damit tun? Ganz einfach, Leute. Könnt ihr schon vor euer Training danach, entweder macht ihr Whey-Protein rein, ja, oder ihr macht euch da einfach nochmal eine Portion Booster rein. Wenn ihr sagt, okay, ich gehe ja nachher erst ins Training, und dann macht ihr folgendes einfach. Zack. Deckel wieder zu hier. So. Und dann, bevor ihr trainiert, 20 Minuten vorher, schraubt ihr Deckel ab. Wasser ist ja auch schon drin, wenn ihr ihn jetzt mit zur Arbeit nimmt, und packt dann so
eure Portion Booster zum Beispiel rein. Kann jetzt auch natürlich ein Whey-Protein sein. So alles zumachen und dann einmal kurz kräftig schütteln. Das langt auch, man muss nicht so viel schütteln. Und dann, Leute, kommt jetzt der Geschmack. Oh, nur dieser Geruch. Ich muss euch was zeigen. So wie man das auch so von Cola kennt, Leute. So richtig, richtig lecker auch einfach. Einfach nur lecker und der knallt sowas von. Ihr habt das vielleicht gesehen im Kevin Wolter sein Video, das wollte ich sagen. Guckt euch das mal an. So richtig Cola Kirsch, das ist so lecker. Wenn ihr euch sogar noch Eiswürfel reinhaut, dann ist sowieso ganz vorbei. Dezenter Geschmackstest. Oh. Normalerweise Booster, die stark sind, die knallen, die kriegt man echt schwer vom Geschmack. Aber mit Cola Kirsch kannst du das richtig geil hinbekommen. Schatz, müssen wir mal probieren. Probier mal bitte kurz. Riech mal. Kennst du von... Riecht geil, ne? Früher diese Brausedinger, die großen sind. Trink mal. Das ist jetzt ein Booster. Du trinkst nicht einen Booster. Und das ist ein guter Booster. Aber ja, das schmeckt... Geil, ne? Das erinnert mich an die Kindheit irgendwie. Ja, das ist richtig so Kindheits-Cola-Kirschgeschmack. Leute, glaubt mir, der Geschmack ist einfach Bombe. Richtig, richtig fucking lecker, Mann. So Leute, Trainingssession ist vorbei, richtig den ultimativen, geilen, heftigen Pump gehabt. Der Booster, der hat auch sofort gezündet, also die ersten paar Schlücke genommen, dann runter die Treppe, bisschen warm war und dann war das Ding schon da. Richtig geil, Leute. Und danach direkt habe ich 1,5 Tonnen, beziehungsweise 1,3 Tonnen hier Trockenestrich hingeschleppt. Pass auf, hier mit Natascha zusammen, das ist die Malerin von Achim. Haben wir hier 1,3 Tonnen auf nebenbei. Hier ist noch der Sack zum Ausgleichen. Und dann geht es nachher an den Boden. Ich werde hier oben alles runterräumen, sauber machen. Schon mal das blaue Kunststoff dann am Rand da rantackern und so. Es geht jetzt heute wieder gleich da direkt an die Arbeit. Aber wirklich, Leute, der Booster, der ist richtig geil. Fragt mal Kevin Wolter. Dumme Sau! So, dann schrauben die Kiste hier. So Leute, habe ich abgepustet die Kiste mit meinem schönen Makita-Puster hier. Und jetzt haben wir die Karre doch eingepackt. Das tut mir ja nur weh, ne? Also jetzt ist aber wieder schon sauber. Alles gut.